Trendorox hat mich neulich in den Kommentaren gefragt, ob ich eine Kamera zum Vloggen empfehlen kann, die weniger als 400 Euro kostet. Und ja, kann ich. Und wir hatten in den Kommentaren dann noch eine längliche Diskussion. Hier das von mir für ihn versprochene Video. Ich habe die Nex 5 genommen und ein Autofokus-Objektiv dazu, das kleine Ansteckmikrofon, das es von Sony dafür gibt. Das Gesamtsetup kostet gebraucht auf eBay ca. 160 bis 170 Euro und die Ergebnisse, die man damit machen kann, seht ihr jetzt. Okay, ich hatte es ja neulich schon mal ganz kurz angedroht und zwar habe ich mir ein Autofokus-Objektiv bestellt für die Nex 5N und zwar ist es das 16 bis 50 mm OSS. Heißt, das Objektiv ist stabilisiert, es hat einen Autofokus, ist ein original Sony-Kit-Objektiv für die neueren Sony-Kameras. Sollte zum Bloggen einigermaßen gut geeignet sein. Nach wie vor habe ich den Nachteil, dass ich kein Display sehe, das heißt, ich kann nicht abschätzen. Was frisst denn du? Das ist ja eklig, das klingt ja furchtbar. Schaut aus, als hättest du Kohle gefunden. Okay, zurück zum Thema. Also ich sehe immer noch nicht, ob ich jetzt im Frame bin oder nicht, weil das Display lässt sich hinten nur so ein ganz klein bisschen aufklappen, aber nicht nach vorne. Also keine 180 Grad wieder zur Seite, noch nach oben oder unten, wie es bei anderen Kamerasystemen entsprechend, sehe ich nicht so wirklich, was Sache ist. Gerade mal ganz klein bisschen ins Material reingeguckt, sieht wohl so aus, als ob der Weitwinkel mehr als ausreichend ist, sodass ich mir keine großen Sorgen machen muss, ob jetzt das Gesicht noch im Frame ist oder nicht. Ja, das klappt also wunderbar. Dann machen wir mal ein paar andere Aufnahmen. Schauen wir mal. Billig, aber sie holten. Dankeschön. Sitz. So, war quasi wieder typisch, ich möchte zu Bloggen anfangen und schon klingelt das Telefon. Okay, noch eine Ergänzung zum Fazit. Das Objektiv ist zwar stabilisiert, aber es wackelt wie Hulle. Das ist was mir auf jeden Fall schon mal auffällt. Die Mikrofonqualität ist, naja, also wenn man nicht wirklich laut spricht, dann muss man es mit dem Schneideprogramm hinterher ein bisschen lauter ziehen und dementsprechend verstärkt man aber auch das Rauschen, das das Mikrofon aufnimmt. Was mich überrascht hat, ist, die Slow-Mo-Aufnahmen, so mit halber Geschwindigkeit, die sind relativ cool geworden. Und das Autofokus-Problem, das man jetzt während des Vlogs die ganze Zeit sieht, hoffe ich, bekomme ich jetzt insofern in den Griff, als dass man bei der Sony ein Gesicht registrieren kann. Und ich habe für diese Aufnahme jetzt gerade mein Gesicht registriert und hoffe, dass der Autofokus jetzt das Gesicht erkennt und entsprechend immer schön brav das Gesicht scharf stellt. Ob das funktioniert, kann ich jetzt live noch nicht sagen. Aber ich hoffe mal, weil das war ein bisschen nervig. Wenn ich schon kein Display habe, das ich sehen kann, muss ich mich wenigstens auf den Autofokus verlassen können und das hat beim heutigen Vlog jetzt nicht hundertprozentig geklappt und naja. Alles in allem darf man nicht vergessen, die Kamera kostet auf eBay momentan, habe ich geguckt, 70 Euro. Dazu dieses Objektiv, nicht sonderlich lichtstark, aber klein, nicht so klein wie ein Pancake, aber kleiner als das 18-55 mm, das es früher bei der Nex 5 mit dazu gab.
Von daher eine schöne Kombo, also objektiv kriegt man auch für unter 100 Euro. Möchte behaupten, so für 170 bis 180 Euro ist es eine hammermäßige APS-C-Kamera, macht super Fotos, macht schöne Videoaufnahmen. Man braucht ein bisschen eine ruhige Hand, aber bei dem Gewicht wäre es wahrscheinlich auch möglich, einen relativ günstigen Gimbal dazu zu nehmen. Der muss nicht recht viel mehr als 300, 350 Gramm schleppen können. Und dann ist es eine tolle Kamera. Was ich diese Woche auch ausprobiert hatte, war von Wildtrox ein Speedbooster für E-Mount-Objektive. Selbes Prinzip wie beim Micro Four Thirds. Der Speedbooster hat eine Linse, würde ein Objektiv lichtstärker machen und würde den Crop-Faktor reduzieren, der beim APS-C-Sensor eh nicht sonderlich groß ist. Hätte mich interessiert, habe mir den Wildtrox geliehen, habe aber das Problem, dass der einfach den Dienst verweigert. Also er tut nichts, ich habe keine Blendensteuerung, keinen Autofokus. Wenn die zwei Sachen fehlen, ist es witzlos. Wert zwar an sich extra für E-Mount und in der Gebrauchsanleitung wird auch angegeben, dass die Next-Kameras mit E-Mount die komplette Serie unterstützt wird, aber entweder die Unterstützung ist doch nicht vorhanden oder der Speedbooster hat halt einen kleinen Fehler in der Firmware oder weiß der Geier was. Jedenfalls, das hat nicht funktioniert. So, Test ist glaube ich trotzdem geglückt, also wie gesagt zum Vloggen würde das Setup absolut reichen, glaube ich. Ich hoffe, ich habe damit dem Trendrox eine sinnvolle Empfehlung aussprechen können. Wie gesagt, wird es nicht so eine alte gebrauchte Nex. Bleibt meiner Meinung nach noch die Entscheidung übrig, ob man eine A6000 nimmt oder eventuell von Panasonic die Lumix FZ300 oder die 200er. Über die 200er habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Die habe ich eine Zeit lang für B-Roll-Aufnahmen genommen. Die ist halt sehr lichtstark mit 2,8 und hat ein wahnsinniges Zoom-Objektiv. Ist eine Bridge-Kamera. Größer als die Next-Serie, aber nicht unbedingt schwerer. Das war's von mir für heute und ich wünsche euch was. Ciao.